Willkommen zurück. Wir haben hier irgendwo eine Sidequest, wo wir mal fett hinhopfen. Schauen, was hier abgeht. Das ist doch unter mir. Wo ist der Eingang, Jungs? Wo ist der Eingang? Oh, schaut euch diesen Sonnenuntergang an. Verdammt, Kedera schaut gut aus. Krass eigentlich. Habe ich irgendwelche Filter wieder ein? Das schaut fast ein bisschen gelootet aus. Nein. Bisschen weniger Sättigung vielleicht. Probieren wir es so. Seid ihr bereit, Team? Wen haben wir hier? Schaut nicht so nett aus. Flüchtling. Hallo. Wir wollen keinen Ärger machen. Es gibt auf Kedera nur Ärger. Wir wollen nur unsere Ruhe und... Moment. Ich glaub's nicht. Sie sehen aus wie ein Pathfinder. Noch nie ein gesehen ist eine dumme Frage. Fragen wir dumme Fragen. Ich nehme an, so weit raus hat es noch keinen Pathfinder verschlagen. Leider. Ah, es ist schön, Sie zu sehen. Allein das Wissen, dass es die Initiative noch gibt und dass sie aktiv ist, bedeutet uns viel. Sieht aus, als kämen Sie hier ganz gut zu Rande. Wir sind Flüchtlinge, die sich auf einer Welt voller Exilanten verstecken. Wir wurden von der Nexus geworfen im Verlauf des Aufstands. Dabei wollten wir gar nicht Partei ergreifen oder sowas. Wir wollten einfach nur essen. Dann fanden wir diesen Ort. Abgelegen. Geschützt vor den Irren in den Badlands. Und der Felsuntergrund hier filtert das Wasser. Wenn Sie etwas Zeit hätten, könnten wir Ihre Hilfe gebrauchen. Reden Sie mit den anderen. Die sagen Ihnen genaueres. Ich entriegele die Türen. Schaut gar nicht so schlecht aus hier. Ehrlich gesagt. Ich würde tauschen. Ich will sofort tauschen. Hallo. Es ist also wahr. Pathfinder existieren. Ich würde Ihnen was zu essen anbieten, aber unsere Vorräte sind sehr knapp. Und die hier müssen erst reifen. Schon okay. Wir brauchen nichts. Ich bin überrascht, dass Sie hier überhaupt was anbauen können. Der Felsuntergrund hier filtert das Wasser. Und wir haben UV-Lampen. Als wir von der Nexus verbannt wurden, habe ich eine Kiste davon mitgenommen. Oh, Mann. Das war ziemlich clever von Ihnen. Man muss immer an die Details denken. Ich wusste, wenn wir in Helios stranden, würde der Pflanzenanbau schwierig werden. Wir hatten Glück. Leid tun mir die armen Kerle in den Badlands. Immer wenn ich was esse, habe ich Schuldgefühle. Warum nehmen Sie nicht ein paar UV-Lampen mit? Dann können andere vielleicht auch Landwirtschaft betreiben. In dieser Hölle ist jede Hilfe wichtig. Aber da scheint doch die Sonne. Da scheint doch die Sonne. Was? Ah. Ist die Sonne nicht gut genug? Ja, okay. Oi. Okay. Wir haben super Chumps. Und ist du so? Okay? Nein. Er hat Fieber. Etwas hat ihn gebissen und jetzt hat er eine Infektion. Die üblichen Heilmittel helfen nicht gegen das Gift. Kennt ihr die Stimme noch? Vom Avi. Können wir irgendetwas für ihn tun? Nicht, dass ich wüsste. Außer Sie können so etwas wie ein Antibiotikum herzaubern. Der Pathfinder, der Turianische, die hat die gleiche Stimme gehabt, oder der neue Pathfinder. Oh, hallo. Stimmt was nicht? Es ist hart, eine Exilantin von der Nexus zu sein. Meine Mutter ist noch dort. Ich habe mich nie von ihr verabschiedet. Hat sich die Lage dort verbessert? Wie haben sie die Asari so vermasselt? Warum haben die alle das gleiche Gesicht? Ah, wissen sie nicht, dass jeder auf Asari steht? Die Anführer der Nexus streiten nach wie vor untereinander. Daran hat sich nichts geändert. Das war auch der Auslöser der ganzen Misere. Ich wünschte, ich könnte mit meiner Mom sprechen, mich vergewissern, dass es ihr gut geht. Ich habe versucht, sie zu erreichen, aber unsere Geräte sind kaputt. Vielleicht würde es auch gar keinen Unterschied machen. Die Nexus ist so weit weg. Das weiß man nie. Ich könnte mal nach ihr sehen. Das würden Sie tun? Das würde mir sehr viel bedeuten. Das ist die Sidequest. Ist das auf dieser Map jetzt oder nicht? Warte. Okay, der Tenturm. Wow! Super Charm. Der Kommunikationsknoten ist fehljustiert. Nach einer Anpassung könnte ein Signal die Nexus erreichen. Ah, ich muss wieder rauf. Ach, komm schon.
auf dich anzustellen, Ryder. Jeder weiß, dass du Superjump-Kräfte hast. So, wollen mal sehen, ob das geholfen hat. Das kann nicht alles gewesen sein, oder? Yeah, genau. Hey, yo. Das doofe Gesicht. Geben wir in Privatsphäre. Ich höre mir nicht das Gespräch von denen an. Ist doch krank. Ist doch leicht krank. Wen haben wir hier? Sam. Sie haben wir. War es das hier? Gibt's ja nicht. Die andere Mission klingt nicht so interessant. Der Dialog ist noch im Hintergrund. Das ist Moria. Seid ihr bereit für den Jump? So, oh, der war enttäuschend. Vielleicht. Viele auf der Nexus bedauern, dass ihre Leute gegangen sind. Fast alle erkennen, dass wir ohne die Kroganer als Unterstützung schwächer sind. Es musste so kommen. Wir lassen uns nicht länger rumkommandieren. Wir haben sie nicht rumkommandiert. Das war ein Fehler der Führungsriegel. Und der Rest von ihnen bezahlt dafür. So läuft das immer, Kleine. Oh, ich komme einfach nicht zu dem Berg da drüber. Jetzt vielleicht. Hey. Re60 No Scope. Oh, und sie ist tot. Nein, nicht runterfliegen. Ach, ist ja schon. Okay. Ich habe ihre Plünderer gefunden. Tot. Ein Koloss hat sie erwischt. Und die Turbinenteile? Zerstört. Nur noch Schrott. Naja, zumindest wird mein Gierantrieb nicht von einem verdammten Plünderer benutzt. Danke, Pathfinder. Passen Sie auf sich auf. Ja, klar. Ja. Keine weiteren Fragen mehr. Okay. Okay, Logbuch. Verbündete und Beziehungen. Wo ist... Hier. Das ist Zeit für ihn. Muss ich dafür den Planeten verlassen? Ich glaube fast. Also, eigentlich kann ich rüber teleportieren zu den Slums. Und dann raus hier. Ich vermisse Katara jetzt schon. Oh! Ich bin im Nomad. Wir hätten sogar ein bisschen Musik. Könnt ihr euch das vorstellen? War da noch eine Mission abzugeben? Hey, Direktor. Gehen Sie. Okay. Danke. Eine neue Mission oder was? Plündern ist falsch. Ich hab gesagt, sie sollen abhauen. Okay. Dann hau ich ab, wenn Sam das so will und ihr das so wollt. Hey, wir haben Musik. Gibt's ja gar nicht. Willkommen zurück. Wollen Sie was trinken? Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, wir könnten ein wenig plaudern. Ah, der weniger lukrative Teil meines Jobs. Dann will ich Sie mal nicht länger von der Arbeit abhalten. Danke. Die Drinks gießen sich ja leider nicht selbst ein. Das könnten Sie aber eigentlich. Unglaublich, Musik im Nightclub. Aber die Musik ist ein bisschen leise an den meisten Stellen. Ah ja, du. Leider, perfektes Timing.
Das erspart mir die Mühe, nach ihm zu suchen. Sie brauchen ziemlich oft Hilfe, Reyes. Hören Sie einfach auf, nützlich zu sein, dann höre ich auf, Sie zu belästigen. Worum geht es? Eine geschäftliche Konkurrentin, Sia Cordia, hat Fracht gestohlen, die ich für einen Kunden befördert hatte. Und ich soll Ihnen helfen, sie wieder zu beschaffen. Genau. Wir haben bei dieser Roka-Sache so gut zusammengearbeitet, dass ich dachte, Sie wären vielleicht bereit dazu. Was hat sie gestohlen? Keine Ahnung. Mein Kunde hat mir einen Bonus gezahlt, damit ich keine Fragen stelle. Angesichts meiner Preise muss es allerdings ziemlich wertvoll sein. Sie haben nicht nachgesehen? Ehre hat einen Preis und mein Kunde war bereit, ihn zu bezahlen. Wie konnte Ihre Konkurrentin diese Fracht überhaupt in die Finger bekommen? Durch ihre übliche Taktik. Sie hat meinen Mittelsmann betrunken gemacht und dann sein Schiff gestohlen. Das klingt, als würden Sie aus Erfahrung sprechen. Bitte. Wenn ich einen Job zu erledigen habe, gönne ich mir nie mehr als 3 Drinks. Okay, ich helfe Ihnen. Aber wir teilen den Profit 50-50. 60-40. Mein letztes Angebot. Okay, nein. Abgemacht. Nein. Sie genehmigt sich immer einen im Crawler Song, wenn sie auf Kadara heimt. Also sollten wir dort anfangen. Vielleicht weiß Umi ja etwas, das uns weiterhilft. Ach, komm schon, Ryder. Hättest du doch einen besseren Titel rausschlagen können. Hey. Sandro Werner ist gar nicht mehr auf Pause. Hast du die Sidequest, die ich abgeben kann? Sie haben mich belogen, Doktor. Was? Ich hatte ein interessantes Gespräch mit Ihrer ehemaligen Kollegin, Dr. Ferenc. Irina ist keine Ärztin. Sie gehört zu Sloans Dealern. Was für eine Geschichte hat sie ihnen aufgetischt? Dass sie Oblivion gemeinsam entwickelt haben und dass es von Anfang an als Droge gedacht war. Und Sie haben ihren Worten mehr Glauben geschenkt als meinen. Sie war äußerst überzeugend. Mehr als ich, wie es scheint. Inzwischen hat Irina die Formel längst an einen sicheren Ort gebracht. Wir werden sie nie wiederfinden. Sloan hätte sie getötet, wenn ich die Formel mitgenommen hätte. Das Risiko konnte ich nicht eingehen. Sloan bringt ihre eigenen Leute nicht um. So viel Anstand hat sie zumindest noch. Ich hätte sie nie um Hilfe bitten sollen. Gehen Sie einfach. Ach was, jetzt ist er der Gute. Er hat den Typen Alkohol verschrieben. Alkohol. Okay, das wäre erledigt. Ich muss aber immer noch Reyes Fracht finden. Ach nee. In das Kabine nach Scramblern suchen, das wollte ich machen. Ups. Slums verlassen. Machen wir mal einen Gefährten in der Mission. Es ist Zeit, um Nakamura Drag seinen Svender zu liefern. Ich hoffe, das ist die richtige Taste und ich drücke nicht wieder einen Schwachsinn. Okay. Sehr cool. Spandor! Wo bist du? Zeige dich, Spandor. Gil ist bereit, mit ihm über den Catch-Transmitter zu sprechen. Sind jetzt im Orbit von Kadara. Nicht auf einmal regeln? Reden. Oh, Nakamura Drag. Nexus? Nö. Säglich. Will doch niemand hin. Ach, komm schon. Überspringen. So cool das auch ausschaut. Ach, das schaut nicht mehr cool aus. Ich nehme alles zurück. Das schaut nicht mehr cool aus. Ach, fuck meine Augen. Flachsen. The Guardians of the Galaxy, das Spiel schon gesehen? Das ist echt cool eigentlich. Ich bin das Play, wie es rausgekommen ist, angeschaut. War ein echt cooles Spiel. Mich überrascht. Puh. Schaut euch diese Vision an, was da alles gibt. Oh boy.
Deswegen mache ich die Nexus nicht. Zu viel Kleinkram. Zu viel Kleinkram. Oh Gott. Mein Licht. Hier spricht Captain Dunn. Es gibt da eine Situation, bei der ich Ihre Unterstützung brauchen könnte. Ich möchte nicht auf offenen Kanälen darüber reden. Kommen Sie bitte zu mir auf die Brücke der Hyperion. Pathfinder Rider. Nein, nein. Lasst mich in Ruhe, ich bin introvert. So viele Leute auf einmal geht nicht. Das ist zu viel, das ist zu viel. Oh, es redet jeder. Oh. Kann ich keine Kopfhörer hier anziehen? Das ist scheiße. Nein, nein. Nein. Nein, ich renne da durch. Ich will mit niemandem reden, wenn zu viele Leute rundherum sind. Ja, Sam, ist jemand in der Nähe? Negativ, Pathfinder. In der Umgebung halten sich keinerlei Personen auf. Gut. Es gibt in ihrer Nähe einen blinden Fleck, Pathfinder. Was meinst du damit? Vereinfacht gesagt. Moment. Ist das das, wofür ich es halte? Den Inventarlisten zufolge ist dieses Schiffsmodell vor 6 Monaten aus den Beständen verschwunden. Werden Sie die Box zurücklegen, Pathfinder? Still, das falsch. Ja, werde ich. Blinder, das falsch. Oh boy, oh, das ist viel. Nein, nein, okay, danke. Blinder, das ist falsch. Oh, mehr zum Lesen, cool, danke. Kurgana, die coole Idee ist gerade das, bla bla bla. Oh. Cash, ich bin mir nicht sicher, inwieweit wir hier etwas tun können. Wir haben die Systeme vorerst stabilisiert. Aber wir werden die Energie bald umleiten müssen. Ansonsten könnten wir einige Stase-Kapseln verlieren. Oh ja, mehr zum Lesen, wie geil. Ja. Hallo Arschloch. Ja. Das Datenpad ist passwortgeschützt. Soll ich eine Entschlüsselungsroutine anwenden? Hacken? Nein, ist eine Option. Nein. Nein. Ich glaube nicht, dass eine solche Verletzung des Passworts wäre gerechtfertigt wäre. Ganz sicher nein. Meeting-Notizen für Direktor Ten. Die Technikabteilung hat erneut Ressourcen angefordert, die wir nicht haben. Es geht insbesondere um Reparaturen an nicht essentiellen Systemen. Ich zweifle inzwischen an Cashs Fähigkeit, die richtigen Prioritäten zu setzen. Oh, ich bin so ein guter Typ. Ist ja zum Kotzen. So machen Sie Karriere. Und der Weg zu einer schnellen Beförderung. Klingt nach YouTube-Werbung. Oh, zum Kotzen. Bauteile für ein Atemgerät, Energiezellen. Trockennahrung. Ich habe die Beschriftungen gescannt. Viele dieser Kisten wurden als gestohlen gemeldet. Er hat Trockennahrung geklaut. Was für ein Schwein. Okay, anscheinend müssen wir... Wir sollten vielleicht unter oder hinter den Möbeln nachsehen, Pathfinder. Ah ja. Was ist das? Ich kann es nicht scannen, Pathfinder. Es blockiert mich, ähnlich wie ein Scrambler. Das klingt nach einer Aufgabe für einen Kommunikationsexperten. Oh nein, wir gefährden seine Privatsphäre nicht. Das ist falsch. Das tut man nicht. Das geht gar nicht. Oh Gott. Nein, ich bin kein Nexus-Typ. Aber vielleicht gibt es hier was bei den... Wie ist das gelaufen? Hey! Ich will nicht reden, ich will nur eine 7-Panzerung. Oh, jetzt gibt es natürlich. Oh, wenn es mir dann cool ausschauen würde. Nein. Oh, habe ich Waffenhändler gesehen? Gibt es hier was Cooles? Crusader! Oh, hier gibt es coole Sachen. Oh, dafür habe ich ja kein Geld. Nein. Nein. Das sind Pleite.
Vielleicht hätten wir ein bisschen mehr plündern sollen. Und die ist so. Oh, hallo, Pathfinder. Das war schon leicht geflirtet. Oh. Uff. Nee. Und schon bin ich pleite. Warum hat der Pathfinder so wenig Geld? Okay. Bring mich. Nach wie vor ist die Trauer der Bürger um den Verlust von Gian Garson groß. Die Gründerin der Initiative wurde beim Aufprall der Nexus auf die Geißel getötet. Eine offizielle Ehrung ist geplant, zu der Direktor Jaren Tan allerdings bisher kaum Einzelheiten bekannt gegeben hat. Ohne Gian wären wir nicht hier. Aber wir sind hier und müssen uns darauf konzentrieren, zu überleben, bevor wir feiern können. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Oh, da war ich. Okay. Mit wem reden wir hier? Das ist da. Pathfinder, was kann ich für Sie tun? Es geht um Pathfinder-Angelegenheiten. Sie müssen jetzt ruhig bleiben und mir vertrauen, wenn ich Ihnen sage, dass die Sache ernst ist. Ruhig bleiben und die Sache ernst nehmen. Verstanden. Ich habe dieses Ding irgendwo auf der Station gefunden. Ich muss wissen, was genau es macht. Natürlich, ich sehe es mir... Moment. Das ist ein Scrambler. Diese Geräte sind illegal. Woher haben Sie ihn? Ah ja, weil das keiner mitkriegt. Das möchte ich vorerst für mich behalten. Sie erfahren es, sobald die Zeit reif ist. Oder sobald ich diesen Scrambler für Sie gehackt habe. Hm? Können Sie rausfinden, wer ihn verwendet hat? Ich brauche stichhaltige Beweise. Darauf können Sie wetten. Mit diesem Ding könnte man sich durch jede unserer Firewalls hacken. Es hat schon einen Grund, warum sie verboten sind. Tut mir leid. Ich sollte ja ruhig bleiben. Einfach tief durchatmen. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie fertig sind. Jawohl, Sir. Sie haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals, Pathfinder. Oh, ich muss da wirklich abwarten. Achtung an das gesamte Personal. Oh, das ist nicht mehr Musik auf der Station. Das ist einfach nicht fair. Wer bist du denn? Entschuldigen Sie, Pathfinder. Aber ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden sollte. Mein bester Freund wird seit dem Aufstand vermisst. Erzählen Sie. Er war mit einer Frau zusammen, die ins Exil geschickt wurde. Sie war besessen von ihm. Und ich bin sicher, dass sie ihn entführt hat. Die Machthaber glauben das nicht. Und es ist ihnen auch egal. Sie sagen, dass er wahrscheinlich freiwillig gegangen ist. Das wäre durchaus möglich. Er war wie ein Bruder für mich. Er hätte mir davon erzählt. Die Initiative hat ihn zum Verräter erklärt. Ich will nicht, dass ihm dieser Makel anhaftet. Ich will seinen Namen reinwaschen. Sanjeev Clement. Die Frau heißt Delaney Rose. Sie muss ihn nach Kadara verschleppt haben. Pathfinder, diese Namen passen zu einem Log, das wir gefunden haben. Clement wollte fliehen und Rose hat ihn getötet. Wir wissen bereits, was passiert ist. Tut mir leid, Ihr Freund hat es nicht geschafft. Ich wusste es, armer Sanjeev. Es ist nur ein kleiner Trost, aber ich habe die entsprechenden Daten an Direktor Tan weitergeleitet. Sanjeevs Ruf wird wiederhergestellt. Das ist schön. Ich hatte bereits meinen Frieden mit dem Gedanken gemacht, ihn nie wiederzusehen. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Oh, sorry, Bro. Das Kulturzentrum bittet um Anweisungen zum Ernährungsprogramm für die angaranischen Besucher. Oh, da kennen wir ein paar Leute. So sehen all diese Welten aus, wenn man sie von der Nexus aus betrachtet. Man vergisst viel zu leicht, wie schön sie sind. Bist du? Ey, da ist der Avi. Hey, Bro. Es ist also offiziell. Sie sind jetzt Mitglied in unserem kleinen Club. Ich weiß, ich habe gezögert. Aber die Entscheidung war richtig. Danke für den Tritt in den Hintern. Ich weiß, dass Sie Mason stolz machen werden. Ich versuch's. Oh boy. Es war nett, Sie wiederzusehen, Avitus. Passen Sie da draußen auf sich auf. Oh, ein bisschen Gesichtsbemalung drauf. Schaut gut aus auf Durianern. Der Milchstraße nichts zu befürchten. Nee.
viel reden. Zu viel reden. Oh. Irgendwie gibt es hier viel zu viel zu tun. Psst, Pathfinder Rider. Oh, warum nicht? Was ist los? Warum flüstern Sie? Ich plane eine Überraschung für Stationsleiterin Cash. Sie beschwert sich ständig, dass unser Spirituosenangebot so harmlos ist. Kedera Port soll berühmt sein für seine bizarren Eigengebräue. Es heißt, sie würden ordentlich reinhauen. Es wäre schön, wenn sie einige davon mitbringen könnten. Und zu niemandem ein Wort. Sie wissen schon, dass Krogana ein besonders gutes Gehör haben, oder? Was? Scheiße! Ups. Hoffentlich finden sie was. Und kein Wort zu niemandem. Oh. Ich mache mir Sorgen um die Nexus. Wenn euch die Cat finden... Verteidigen wir die Station. Das ist alles, was wir hier tun können. Sorg du einfach dafür, dass dem Pathfinder nichts passiert und die Cat beschäftigt sind. Ja, Mann. Pass da draußen gut auf dich auf. Ich hab nur einen von deiner Sorte. Ach, wir modden uns einfach einen neuen Track dann. Keine Sorge. Ja, gibt so viele Missionen. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Rausilla. Ah, gibt's noch ne. Irgendwas. Goddammit. Eben, schauen wir, ob da irgendwer noch dabei ist. Ja. Ah. Filmbibliothek. Oh. Nein, ich will keinen Filmabend. Okay. Toll. Was das wert? Was das wert, Sam? Ich meine, Liam. Verdammt, wir haben Filme heruntergeladen. Das war schnell, verdammt. Ist das so in der Zukunft? Exilanten von der Nexus finden ein neues Zuhause. Ehemalige Sicherheitschefin an der Meuterei beteiligt. Ermittlungen haben ergeben, dass die ehemalige Leiterin der Nexus-Sicherheit, Sloan Kelly, an dem Aufstand beteiligt war, der Dutzende Opfer gefordert hatte. Die Initiative hat die Exilanten, unter ihnen auch Kelly, inzwischen auf Kedera aufgespürt. Einem. Nein. Was du nicht sagst. Was? Okay. Mit Carrie. Wer ist Carrie? Nein. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber... Na, mein kleiner Pi-Jack, bist du bereit, Andromeda zu entdecken? Sam, kannst du bitte Cash benachrichtigen? Sorg dafür, dass unser neuer Freund auf die Tempest gebracht wird. Verstanden. Warum? Na, besser als Fischer, oder? Weiß ich. Die Legendary Edition spielen werde, werde ich keine Fische füttern. Ryder, haben Sie Lexi gesehen? Ist sie etwa nicht auf der Krankenstation? Nein, und sie reagiert auch nicht auf meine Com-Nachrichten. Oh, ich werde sie schon finden. Sie hat wahrscheinlich einfach genug von dir. Das war HMS mit den aktuellen. Gibt's dafür eine Nebenquest? Gibt's dafür eine Nebenquest? Mit Gear im Vortex? Nein, ich will nicht Karten spielen. Wo war da was? Lexi, oh, goddammit. Danke, Suvi. Danke. Ich wollte eine neue Nebenquest haben. Natürlich wollte ich das. Okay. Unsere Nexus! Weißt du, unser Leben! Nein. Es gibt keine neuen Befehle. Ich schätze, es wird gebeten, sich an einen Arzt zu wenden. Oh. Lexi! Und dafür bin ich. Wo ist sie? Plans vor Kumpels. Oh. Warum lache ich? Lexi. Ist Bibi zu Hause? Schaut schlecht aus.
Oh Gott. Ich bin mir sicher, sie will nur Freiraum haben von Suvi und ihren dummen Fragen und ihren Lecktests. Ja. Ja, schon verstanden. Oh, warte, hier gibt's ein Disco? Pathfinder Rider, ich brauche eine Information. Nein. Nein! Diese Flagge gehört okay, Ihnen allen. Das ist Prodromos. Ey, du. Die Lage bessert sich, Pathfinder. Die Ressourcen kommen rein, die Schläfer sind bereit rauszugehen. Langsam fühlt es sich an wie die Initiative. Es ist noch nicht ganz das, was uns versprochen wurde, aber es wird. Ein gutes Gefühl, finden Sie nicht? Ich spüre es, Liam. Endlich kriegen wir unseren Neubeginn. Sag ich doch, sag ich doch. Wir kriegen unseren Scheiß unter Kontrolle. Wir zeigen einer neuen Galaxie, dass wir sie in den Griff bekommen. Hey, wenn ich's immer wieder sage, muss es stimmen, oder? Ah, oh, natürlich. Hier ist Lexi. Da, okay. Hey, ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht helfen würden. Es wäre zum Wohl der Bar. Ich bin gerade beschäftigt. Später vielleicht? Klar. Viel Spaß beim Pathfinden. Ich bin kein Bartyp. Sowieso kein Fortgetyp. Also einfach mit Lexi reden und raus hier. Oh. Da sind Sie ja. Suchen Sie nach dem Sinn des Lebens? In einer Flasche? Sie haben keine Nachricht hinterlassen. Wir haben uns Sorgen um Sie gemacht. Nun, wie Sie sehen, geht es mir gut. Aha. Was denn? Darf ich nicht auch mal ausspannen? Mir ein bisschen Spaß gönnen? Nein. Lexi, Sie haben diese Flasche nicht mal angerührt. Ja, weil Sie mich gestört haben. Was ist wirklich los? Phoebe denkt, mir würde nichts an der Crew liegen. Sie ist der Meinung, Sie alle wären für mich nur Experimente. Glauben Sie auch, dass ich Sie so sehe? Seit wann interessiert Sie denn, was Phoebe denkt? Das ist nicht das erste Mal, dass mir das jemand gesagt hat. Genau genommen hat mir jeder meiner Ex-Freunde etwas Ähnliches vorgeworfen. Deshalb habe ich auch erstmal genug von Beziehungen. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Glauben Sie auch, dass ich Sie so sehe? Eigentlich ist mir das ziemlich egal. Oh. Da. Sie würden wohl kaum in dieser Bar Trübsal blasen, wenn Sie uns nur als Experimente betrachten würden. Ich blase nicht Trübsal, aber Sie haben recht. Danke, Ryder. Ich sollte wieder zurückgehen. Und was wird aus Ihrem Wein? Den hebe ich mir für ein anderes Mal auf. Das war's. So leicht war das. Sie sollen es wissen. Sie sollen uns anführen oder sie sollen verschwinden. Ich verschwinde. Ich verschwinde. Freiwillig. Ich kann es kaum erwarten. Lass mich raus hier. Zu viele Menschen. Ja. Pathfinder. Und Aliens. Und Aliens auch. Okay. Was mache ich jetzt? Abwarten? Ein paar Gefährtenmissionen kann ich ja anfangen, aber das ist für alles eine Spezialfolge dann. Ich kann mir den Filmabend gönnen. Lexi auf der nächsten Drake finden. Hat gesagt, dass er mit Ihnen reden will. Ja. Das glaube ich. Ihnen steht ein ALP zur Verfügung, Pathfinder. Danke. Bock. Hey, haben Sie kurz Zeit? Klar. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Keine neuen Optionen. Oh, es leckt. Zu viele Mods. Und die wie reingesteckt. Wo ist der Krugana? Und wie weit sind wir schon drinnen? Nicht mal nahe. Also. Eine ganze halbe Stunde. Irgendwas wisst, dass ich das scanne oder klicke. Ryder, ich bräuchte da mal Ihre Hilfe.
Es geht um was Wichtiges, oder? Ja. Ja, das stimmt. Hark, einer unserer Botaniker, hat sich in Panik gemeldet. Ein Transporter der Kolonie wurde gestohlen. Und? Können Sie sich nicht einfach einen neuen besorgen? Es geht nicht um den Transporter, sondern darum, was sich an Bord befindet. Unser Saatentresor, er ist unersetzlich. Ohne diesen Tresor wird es kompliziert. Kroganische Kinder brauchen die Nährstoffe in diesen Pflanzen, um zu überleben. Schlüpft nur ein Gelege, bevor wir das Zeug synthetisieren konnten, wären die Folgen unumkehrbar. Und was wollen Sie jetzt von mir? Ich werde diese Diebe finden und den Tresor zurückholen. Helfen Sie mir? Sind die Transporter nicht durch Zugriffscodes geschützt? Und wie schafft man es überhaupt, einem Kroganer etwas zu stehlen? Hark hat das gecheckt. Wie es aussieht, wurden ein paar alte Codes nicht gelöscht. Er hat in dem Transporter gearbeitet und ist nur kurz rausgegangen. Die Diebe sind einfach rein und damit weggeflogen. Das ist doch seine Nebenmission. Alles klar. Ich bin dabei. Ich wusste, ich kann auf Sie zählen. Hark wartet bei der Kolonie auf Eladen, auf uns. Er verfolgt den Sender des Transporters und wird bis zu unserer Ankunft die Koordinaten ermittelt haben. Gut. Und keine Sorge, Drac. Wir werden den Transporter finden. Ich nehme Sie beim Wort, Ryder. Hey. Danke. Ich schulde Ihnen was. Gut zu wissen. Ich komme darauf zurück. Oh, alles leckt. Stufenaufstieg. Haben wir was Cooles? Nein. Ich kann mir mal eine neue Rüstung eigentlich zusammenbasteln, mal dann später. Sieht das für Sie gut aus? Als ob irgendeins Ihrer Gerichte den Eimertest bestehen würde. Ich verstehe nicht. Stellen Sie sich Ihr Lieblingsgericht vor. Und jetzt stellen Sie es sich in einem Eimer vor, der neben einer Scheune steht. Würden Sie es noch essen? Versuchen alle Menschen, einem alles zu ruinieren? Ja, ja. Oder nur Sie? Alle Menschen. Alle Menschen. Versuch mal, dich selbst zu vermarkten. Dann wirst du das schon merken. Yo, Jar. Meine Berichte von Aphra über Axul sind beunruhigend. Ich verstehe nicht, wie es den Roker gelingt, so viele zu rekrutieren. Kann ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen? Natürlich. Ich werde sie beantworten, so gut ich kann. Ach du. Haben Angara Zukunftspläne? Träumen Sie davon, was Sie erreichen wollen? Sie packen Pläne und Träume in dieselbe Frage. Ja. Oh. Verstehe. Das war Absicht. Angara leben im Jetzt. Wir wollen nicht die Zukunft verbessern, sondern an der Gegenwart arbeiten, weil sie es dringend nötig hat. Ja, ja. Und bei Krieg wird das auch immer so sein, wahrscheinlich. Da kann man nicht zu viel vorausplanen. Wollten Sie immer ein Kämpfer werden? Haben Sie sich in der Schule auf irgendetwas spezialisiert? Nein. Ich will nicht darüber reden. Aber ich bin gar kein Kämpfer. Nicht wirklich. Die Besetzung durch die Cat sorgt für Chaos. Also ist auch unser Bildungssystem chaotisch. Ich bin eigentlich nicht so richtig. Aber das ist eine Ausrede. Die Wahrheit ist, dass ich noch nicht weiß, was ich will. Im Leben. Und das in meinem Alter. Ich hoffe, dass mein Hiersein mich weiterbringt. Ich denke, oft muss man ziemlich viel Zeit darin verbringen, was man will. Deswegen gibt es auch so Sachen wie Midlife-Crises, wo man dann irgendwann mal Zeit hat, um nachzudenken und merkt, ob man diese Richtung weitergehen will oder was anderes braucht. Und dann ist es schon zu spät meistens. Können Sie mir etwas von Ihrer Familie erzählen? Falls Sie eine haben. Setzen Sie sich. Das dauert ein Weilchen. Bringt uns jemand Knabberzeug und Getränke? Liam! Oh, ist Ihre Familie so groß? Ich habe eine echte Mutter, Sahuna, und mehr als 5 zusätzliche Mütter. Dazu viele Geschwister und Cousins, die alle gemeinsam aufgewachsen sind. Unsere Familien verändern sich ständig und entwickeln sich weiter. Beziehungen kommen und gehen. Mein Vater ist nicht mehr da. Verschleppt oder getötet von den Cat. Wir haben seine Leiche nie gefunden. Das tut mir leid, Jor. Ich verstehe. Ich habe meinen Dad gerade erst verloren. Aliens mit Gemeinsamkeiten also.
Wir sind vaterlos und kämpfen dennoch weiter. Haben Sie sonst noch eine Frage? Ja. Okay, belassen wir es dabei. Warum belauscht uns Liam? Ich weiß, dass er uns belauscht. Bis später, Joel. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Ja, hoffe ich auch. Ich kann jetzt Kip-Ups übrigens. Das ist mein Erfolg. Liam! Oh, nicht zu nah, nicht zu nah. Ich habe eine Kopie der Filmbibliothek der Nexus. Danke, ich gehe sie gleich mal durch. Das sind vermutlich alles landwirtschaftliche Lehrvideos, aber vielleicht ist ja auch was Gutes dabei. Ich halte sie auf dem Laufenden. Die werden schon ein paar klassische Filme mitgebracht haben, wie in Star Wars und sowas. Klassiker halt. Nur nicht die neuen Star Wars Teile halt. Lexi, wo ist dein Wein? Kann ich Ihnen helfen? Anscheinend nicht. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Anscheinend sind wir jetzt schon ziemlich nah an allen Crew-Missionen dran. Außer an Gil seiner. Die wird ignoriert. Ganz einfach. Hallo. Ja, okay, okay. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Oh, okay, haben wir bei Vetra noch was Interessantes? Können wir mal auf zu Cole? Vetra? Wo hängst du wieder rum? Die Skill. Wo ist denn Vetra? Ah ja. Oh, sie rennt weg. Was hast du getan? Hey, Ryder. Auch nichts. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Okay. Nein, eigentlich nicht. Oh, die Statuskontrolle. Oh. Danke. Das. Nein. 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 Habe ich noch Geld? Habe ich nicht. Okay. Ich mache das auch gleich. Ich werde wahrscheinlich als nächstes noch reladen. Abgescheitert. Verdammte Kugana. Solarianer machen das richtig anscheinend. Sind alle noch zu schwach für wahre Missionen. Habe ich jetzt ein Team bekommen? Habe ich jetzt... Nein. Okay. Gib mir. Was zum Teufel? Ach, gewusst. Ah, ich hab kein Geld. Forschungssachen, die hab ich auch. Ich will neue Rüstung mal. Panzerung. Hyperion Guardian. Schaut nicht so cool aus. 1-7, sonst gibt es hier nichts. Dann, was haben wir hier als Panzerung? Angara. Schaut auch ein bisschen eigen aus. Cat interessiert mich auch nicht. Panzerung. Relikt. Das könnte... okay, her damit. Das schaut ein bisschen Gimp-mäßig aus, aber her damit. Vielleicht kann ich mir das alles gleich mal durchleisten. Okay. Ich habe da schon viel, auch schon lange nichts mehr investiert, weil ich die ganze Zeit auf Kadara unten war.
Das ist, glaube ich, ewig viel. Kann ich mir eine richtig fette Kadara oder Reliktrüstung machen? Ich hoffe, die schaut cool aus. Nicht wirklich so komisch. Okay. Wo ist? Fangen wir von unten an. Stufe 60. Damn. Wirklich? Okay, das kann ich mir nicht. Das kann ich mir nicht, noch nicht erstellen. Was kann ich mir sonst noch machen? Waffen. MP. Das sieht gut aus. Ich wollte das eigentlich alles auf Episode machen, aber ich mach da mal ein bisschen was rein. War die Shotgun nicht auch ziemlich gut? Die Shotgun. Ja, damit. Okay. Alles hier ausgegeben, dann Entwicklung. Oh. Brust. Das wird schwer zu finden. Okay, ich muss von oben anfangen. Das Ding da. Ja. Gott. Oh. So viel zum Durchlesen. So viele Sachen habe ich gar nicht, die ich da reinpacken kann. Kräftewiederherstellung. Okay, okay. Ja, schaut irgendwie krass aus. Ich gehe es mir mal anlegen. Und gehe dann danach nochmal weiter rum experimentieren. Schauen wir, wie es ausschaut. Und hoffe, dass mein Game nicht crasht. Was schon öfter passiert ist. Habe ich da jetzt was Neues? Valkyrie. Oh. Yes. Ein Igel. Oh, ein Igel. Okay, wo ist das fette Teil? Hier. Ja, das passt überhaupt nicht zusammen. Gefällt mir. Okay, ich muss mir einen Planeten finden. Oh nein, ich stelle mir noch was zusammen. Und Name, die Arme machen wir. Nein. Hier. Die Arme brauche ich. Oh. Ja. Verdammt. Nein. Relikt hier. Oh, ich habe gar nichts mehr hier. Verdammt, wurscht, einfach rein. Einfach rein. Ja. Und noch eine Waffe. Empire Equalizer. Habe ich da mehrere Mods? Da habe ich mehrere Mods. Okay. Wurscht. Anscheinend muss ich mir Mods kaufen. Die habe ich immer geguckt. Okay. Mit dieses Teil. Show me the goods. Ob, da waren wir schon. Das sind die Beine. Hey, okay, jetzt schaue ich cool aus. Jetzt muss ich nur noch so den Laden runter. Lass mich hier raus. Oh. Verdammt, hier gibt es viele kleine Missionen. Okay, habe ich die richtige Mission aktiviert? Nakamo. Diese hier. In der nächsten Folge. Mal schauen, was ich noch auf den Laden machen kann. Sonst wird es halt mal eine größere Folge. Das war ja eine Nebenmission oder Gefährten. Mit der Ladebildschirm. Gefährtenmission, Vorbereitungsmission, Mission. Folge. Wir sind auf Kurs. Ja. Cool. Dann runter hier.
Ja. Die Waffen teste ich noch nicht mal. Oh. Also hier kann ich noch weitere Mods reinhauen. Tech. Das schaut schon ein bisschen krass aus. Bip. Bay. Ja. Da haben wir noch andere coole Tarnungen. Grüner Jäger. Ja, damit. Lass mich runter. Juhu. Wie weit sind wir überhaupt drin? 45 Minuten? 50 Minuten, na, es wird ja fast eine Stunde. Der Landeanflug ist einfach nicht so cool. Wie den anderen, den sie dir geben, wenn wir beim ersten Mal hier landen. Oh! Nee! Das schaut schon badass aus. Oh, ich brauche da ein Close-Up fast. Da, verdammt. Ich brauche ein Close-Up. Habe ich es erwischt? Ich glaube nicht. Einmal noch. Vielleicht hole ich mir einfach einen besseren Platz. Gibt es hier noch was zu tun überhaupt? Lebensfähigkeit 100%. Wahrscheinlich nicht. Sam, Sam, Sam. Neue Junker. Oh. Da. Ja, ja, ja. Nein. Oh, verdammt. Oh. Oh, die Rüstung was wert. Ich dachte, die N7-Rüstung ist cool, aber. Schaut euch nur dieses Ding an. Ah, oh, ich kann nicht so gut reinzoomen, leider. Oh, das Teil ist einfach nur krass. Ja, 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 ja. Nächster Halt, Neu Tuchanka. So ist es in der nächsten Folge. Die Igel soll eigentlich ziemlich. Ja. Gefällt mir. Gefällt mir. Okay, alles in der nächsten Folge. Peace out. Peace out.